Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass etwa die Hälfte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Dictators No Peace. Ja, heute die letzte Folge. Egal wie lange das jetzt dauert, ich mache das jetzt fertig. Sind ja auch nicht mehr viele Länder. Es sind nur noch 10, exakt 10. Und ich habe nochmal nachgeguckt, ja, da brauchen wir 9. Das heißt, das letzte Land, welches auch immer sein mag, wird genuked. Wir bekommen einfach eine Nuke auf den Kopf. Auch wenn da die Armee nicht so stark ist, die Armee von Australien sehr viel stärker ist. Ich habe gesagt, Neuseeland überlebt zuletzt. Gut, dann machen wir einfach mal weiter. Hier haben wir Laos. Wow. Koloniales Militär Frankreich 2. Und 4-4. Das wird ein sehr kurzer Krieg, sage ich euch. Passt auf. Und 1, 2. Wow, 2 Explosionen. Echt krass. Moment, Flugzeug. Einfach mal Flugzeuge abstürzen lassen. Und hier gibt es nur Kupfer. Schade. So, Vietnam. 76 und 70. Ja, das geht ganz leicht. Ja, nicht leicht, aber es gibt Schwereres. Ich habe hier noch Pferde. In Italien. Noch ein Flugzeug. Hier habe ich nichts. Hier gibt es Teppiche. Damit fahren wir nach Japan, welches wir in der letzten Folge erst übernommen haben. Ah, Japan hier, Nordkorea, Südkorea, Taiwan, Myanmar und Thailand haben wir alles übernommen. Und jetzt kommt der Rest dran. Hier haben wir noch Papier, aber erstmal gehen wir hier rüber. Schuhfabrik, Pulloverfabrik und Rundfunkgeräte gibt es hier. Kambodscha tut mir irgendwie leid, so in der Mitte. Alles drumherum ist blau und ist auch nicht besonders stark. Na gut, dann greifen wir das einfach mal schnell an. Das kriegen wir innerhalb von wenigen Sekunden hin. Da brauche ich noch nicht mal die Armee wieder zu verbessern. Hier gab es auch nur 2 Explosionen, nicht mehr. Und hier gibt es nur Hemden. Das lohnt sich fast gar nicht, die anzugreifen. So, Singapur, Indonesien. Ah, die Philippinen könnten wir zuerst machen, weil es so weiter oben ist. 50, 46, 40. Jetzt haben wir 10, 46, 40. 10, 46, 40. Ja, das haben wir beisammen. Dann greifen wir mal die Philippinen zuerst an. So, Papier, da. Damit fahren wir nach Südafrika. Ich brauche eigentlich gar kein Geld mehr sammeln. Komm, das verkaufen wir noch. Und einmal will ich noch mit Neuseeland handeln. Bevor es untergeht. So, Philippinen haben wir erobert. Ach komm. Neuseeland, mach nicht solche Probleme. Gib mir einfach dein Geld. Dann gucken wir gleich nochmal. Wir haben ja noch ein paar Länder vor uns.
Rumänien. In Rumänien gibt es Rebellen. Wir sind aber gut vorbereitet. So, hier haben wir Kupfer, Werft und Schwermaschinen. Wir verdienen inzwischen 350 pro Sekunde. So, Singapur. Wow, nur 50 von der Landarmee, sage ich jetzt mal so. Ja, Singapur greifen wir an. Hier gibt es Oliven. Hey, ich will nicht mit Australien handeln. Ich will ein letztes Mal mit Neuseeland handeln. Baumwollgarn. Tun wir halt den Gefallen. Und bringen den Baumwollgarn nach Argentinien. So. Das letzte Mal handeln hier. Das letzte Mal wird dieses Schiff genutzt. Und da sind wir. Verkaufen. Und jetzt brauche ich dieses unnütze Wissen gar nicht mehr. Oh, warte mal. Ach, sieh mal eine an. Singapur ist nur dieses winzig kleine Stück. Ich dachte, es wäre größer. Deshalb hat es nur die Landarmee. So, Schwermaschinen, Erdöl und Gold gibt's hier. Und die Armee natürlich noch. Kann man ja nicht einfach so liegen lassen. 60, 60 und 60 haben wir hiervon. Machen wir überall mal 70 rein. 70. 73, ja, ist egal. Oh, die Rebellen in Rumänien wurden vernichtet. Da erhöhen. So, da geht die Armee runter. Da kommt noch ein Flugzeug vorbei. Boom. Es gibt schon 5000. Und jetzt haben wir hier Indonesien übernommen. Armee, Marine und Luftwaffe und die Produktion. Oh, gibt es ein paar Sachen. Gewürz, Palmöl, Kohleminen und Öl. Warte mal. Dieses Stück gehört jetzt also zu Malaysia. Ich kapiere gar nichts mehr. Da kommt ein Flugzeug. Okay, wie auch immer. 56 und 50 brauchen wir da. 56, ja. 63 passt besser. Und dann greifen wir Malaysia an. Und wenn ich dann dieses Land immer noch nicht bekomme, dann wundere ich mich echt. Das gehört also zu Malaysia. Obwohl es zu Singapur oder auch zu Indonesien gehören könnte. Naja, egal. Es ist nämlich vorbei. Und juhu. So, Rundfunk, Schwermaschinen, Erdöl. Ah, jetzt gehört's mir. Gut, dann. Hier fehlen noch zwei. Und hier haben wir noch drei. Sechs und vier. Sieben und sechs. Gut, dann machen wir noch Papua-Neuguinea fertig. Und hier kommen noch die Rebellen rein. Hier gibt es nur Gold. Schade. Ich hätte mehr erwartet. So,
So, hier brauchen wir die komplette Armee. Das heißt, dass ich ja alles verbessern muss. So, Armee auf 100. Dann greifen wir Australien an. Das wird jetzt ein echt langer Krieg. Mal gucken, ob wir noch was von Neuseeland bekommen. Da schmeißen wir gleich ein ICBM rauf. Das wird ein Ende mit Knall. Haben wir noch Öl? Ich brauche das ganze Geld zwar nicht, aber egal, ich mache es trotzdem noch. Hier gibt es Elfenbein, das interessiert mich reichlich wenig. Oh Mann, es laggt. Warum laggt es auf einmal? Aber wir haben es ja jetzt. So, die Lokalarmee in Australien. Und ich sehe schon oben, ICBM ist bereit. So, hier gibt es Eisen, hier gibt es Kohle, hier gibt es Weingut, Gold und Petroleum. So, dann erweisen wir mal Neuseeland die letzte Ehre. 224. Klicken, um fortzufahren. Neuseeland. Fortfahren. Und hier haben wir noch den roten Knopf. Einmal Klick. Und da startet das ICBM. Und scheinbar gibt es gleich eine Rebellion. Ist mir egal. Nochmal Klick. Oh, wir fliegen über Australien drüber und an einem Flugzeug vorbei. Nigeria. Na komm schon. Einmal Bumm machen. Und Boom. Oh, das war schön. So. Betrachten Sie sich als den größten Diktator aller Zeiten. Sie haben die ganze Erde erobert, was? Schaden verursacht. Der Angriff war so mächtig, dass es sich rausstellte, du hast es erobert. Wow. Herzlichen Glückwünsche. Du hast es geschafft, die ganze Erde zu erobern. Ich hoffe, du hast es genossen zu spielen. Bitte gib dem Spiel 5 Sterne im Laden. Wenn du Spaß hattest. Rahul Naik. Nigeria. Ja, Moment. Ich will noch gucken, was es hier gibt. Hier gibt es Milch. Auch was ganz Neues. Schafe und Wein. Ja, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben die ganze Welt erobert. Alles gehört mir. Alles meins. Und in Nigeria gibt es Probleme. Na egal. Also Leute, wir haben es geschafft. Wir haben alles erobert. Hier gehe ich nochmal über alles drüber. Hier haben wir Grönland. Hier haben wir Europa. Hier fliege ich über Afrika drüber. Der Nahe Osten. Und das riesengroße Asien. Noch ein Flugzeug. Da haben wir in der letzten Folge Japan übernommen. Nordkorea. Hier ist das riesige Indien. Nicht zu vergessen das riesige China. Und dann sind wir immer weiter gegangen über Australien. Und dann haben wir ein ICBM auf Neuseeland geworfen. Ja Leute, ich hoffe es hat euch gefallen. Ja, das war's mit diesem Let's Play. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal ein Like da.
und tschüss.